Moin und herzlich willkommen zum ersten Video hier in 2017. Ich habe mir gedacht, ich mache mal so ein kleines Infovideo, einfach nur damit ihr wisst, was für dieses Jahr geplant ist ungefähr. Erster Punkt. Bis jetzt kamen noch keine Videos von der Modellbahn, zumindest jetzt diesen Winter. Das liegt daran, dass ich mit einem anderen Projekt aktuell beschäftigt bin, was auch viel mit Bauen zu tun hatte. Und da hatte ich jetzt nicht unbedingt noch Lust und Zeit, an der Modellbahn weiterzuarbeiten. Das Projekt seht ihr auch schon hier gerade mit ein paar Bildern im Hintergrund vorbeilaufen. Es ist ein Modell einer Wassermühle. Wenn ihr dazu ein Video wollt, dann schreibt es in die Kommentare, es ist schon fertig geschnitten. Aber ich weiß nicht, ob ich das hochladen soll, ich spreche mich da sowas nochmal ab, weil ich habe das nicht allein gebaut, sondern wir haben das in der Gruppe gebaut. Also, was dieses Jahr auf jeden Fall an Videos kommt, ist ein Video vom Mühlentag einmal. Mühlentag 2017, da wird ein Video kommen, vielleicht auch etwas, auch ich muss mal gucken, wie ich das mache, ich verspreche wieder viel zu viel. Es wird wieder ein Video von den Holstenhallen geben, das ist auch schon demnächst, da gehe ich auch hin. Ich guck mal, ich versuche das auch wieder ein bisschen besser zu gestalten. Ich versuche mich immer wieder zu steigern mit meinen Videos, deswegen gucke ich mal, wie ich das jetzt gestalte. Ich gucke gerade auf mein Zettel, was steht da noch? Der Übermeister Norla. Norla kommt auch. Das ist so professionell. Dieses Jahr kommt wieder ein Video von der Norla. Muss ja jetzt schon quasi Standard sein, seit ich den Kanal habe, kommt da immer ein Video. Also das kommt dieses Jahr auch. Das sind schon mal die drei Videos, die auf jeden Fall kommen. Dann kommt höchstwahrscheinlich noch, ich sage das jetzt nochmal an, ein Video von meiner Modell-Dampfmaschine. Ich habe das Video ja schon mal angekündigt. Ich habe das Video aber inzwischen runtergenommen. Ich habe das Video auch schon dreimal gedreht tatsächlich. Aber war immer wieder nicht zufrieden damit. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, beim vierten Dreh werde ich es einfach hochladen. Egal, ob mir das gefällt oder nicht, es kommt einfach. Wann das ist, weiß ich nicht. Ich arbeite separat auch noch an zwei Projekten gerade, die etwas zeitaufwendiger sind. Also Projekt Nummer 1 ist ein Armaturenbrett für einen Computer. Es soll so eine Art Simulator werden. So sieht das Armaturenbrett aus bis jetzt. Ich habe da schon mal so ein bisschen was drin rumgebaut und auch hier hinten ein bisschen was an Elektrozeug verkabelt. Ich weiß gar nicht, ob das gerade in der Kamera zu sehen ist. Das ist etwas zeitaufwendiger. Ich bin zwar fast fertig, ich muss aber noch einiges machen. Ich weiß gar nicht, ob dazu ein Video kommt. Ich sage das jetzt einfach mal so. Projekt Nummer 2 ist ein passender Sitz dazu. Ich habe so eine Art Rennsitz aus einem echten Auto geschenkt bekommen und den auf ein Holzgestell gebaut und da Pedale von meinem Lenkrad für den Computer befestigt. Da muss jetzt aber noch eine Halterung für eine Gangschaltung ran, da habe ich mich auch schon ordentlich versägt. Das hier ist ein Versuch gewesen, aber ich war zu blöd einzuberechnen, dass das Ding auch noch gehalten werden muss. Genau, das sind noch so ein paar Sachen, die nebenbei laufen. Ich versuche auch noch ein paar andere Sachen zu machen, ein paar neue Sachen. Bis die kommen, dauert das aber noch ein bisschen, weil das erstmal muss ich hier Wetter haben, dass ich auch rausgehen kann. Und zweitens brauche ich Zeit und Lust. Mal sehen, die Zeit jetzt ist eh ein bisschen voll. Dieses Jahr mache ich Schulabschluss, da muss ich gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Das soll es aber auch erstmal gewesen sein mit dem Video. Ich nehme das wahrscheinlich auch bald irgendwie wieder runter. Nur, dass ihr erstmal Bescheid wisst, was jetzt so Sache ist ungefähr, was kommen soll, wieso jetzt erstmal so lange nichts gekommen ist. Und bis zum nächsten Video. Ihr könnt mir auch gerne irgendwelche Videoideen in die Kommentare schreiben oder so. Ich bin offen für alles. Tschüss.